Mahlzeit, liebe YouTuber-Freunde. Also, ich habe mich mal dazu bereit erklärt, ein kleines Video zu machen, wo ich jetzt mal nicht irgendwelche Folien, Coils oder irgendwelche Wickeltools präsentiere, sondern ich möchte einfach mal so ein kleines Statement zu der ganzen Situation abgeben. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mich intensiv mit dem ganzen Wickeltools beschäftigt. Da habt ihr das letzte Video von mir ja gesehen. Und das ist ja auch eigentlich soweit ganz okay. Eine Sache vorweg, bevor ich hier jetzt anfange zu motzen oder so. Es ist tatsächlich so, dass sehr viel Resonanz gekommen ist, dass auch sehr viel positives Feedback gekommen ist. Es gibt eine ganze Menge Leute, die aufgrund des Videos oder über Facebook, über die FA-Deko-Folien-Seite bei Facebook, diese Tools bestellt wurden. Also diese Resonanz ist eigentlich durchweg positiv. Es ist keiner dabei, der was davon gekauft hat, der sich beschwert hat, dass es Schrott wäre oder dass es nicht funktioniert oder so. Es gab ein, zwei Fehler. Da war so mal ein paar Alien-Maker dabei, die nicht so gut aus dem Drucker gekommen sind. Das war mein Fehler, da habe ich nicht drauf geachtet. Die hätte ich aussortieren müssen. Aber da hat der Käufer also sehr gut reagiert. Da hat auch gesagt, kein Problem. Die er hat, damit kommt er zurecht. Wenn da Probleme auftreten würden, dann würde er dann eben sich nochmal melden und würde dann halt eben auch noch ein paar nachbestellen. Ja, also dann würde ich ihn auch nochmal ersetzen oder so. Das ist also auch kein Problem. Oder dass eben an dem Wirespinner zum Beispiel einer war, das große Gelenk, da war ein Bruch drin, der ist dann wohl beim Wickeln irgendwie entstanden. Es kann also auch sein, dass da beim Herstellen schon ein Materialfehler gewesen ist, dass der Drucker nicht richtig gedruckt hat, wie auch immer. Dem habe ich dann halt aus Kulanz einfach ein neues geschickt. Ich denke mal, dass meine Kunden, die diese Sachen gekauft haben, soweit eigentlich auch alle ganz zufrieden sind, ja. Das sind also schon mal die einen Sachen. Folien genauso, da sind also die Folien sind eigentlich kommen ganz gut an, was ich da mache, was ich verschicke. Da sind die Leute auch durchweggehend eigentlich sehr zufrieden mit. Es gab da immer mal wieder so ein, zwei Spezialisten dazwischen, die dann der Meinung sind, sich eine Folie bei mir zu bestellen und tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die sind echt zu blöd, einen Aufkleber auf so ein Ding zu kleben. Das passte vorne und hinten nicht. Das sind Grobmotoriker, die sind am Zittern, am Zappeln gewesen. Der Akkuträger wurde nicht richtig sauber gemacht oder was auch immer. Das sind ja immer die gleichen Folien. Also das ist ja eine Schablone, die immer denselben Druck macht. So, und für die Alien zum Beispiel ist es so, dass diese Folie mindestens schon 50 Mal verkauft wurde oder sowas. Und die passt überall. Und bei einem passt sie auf einmal nicht mehr. Hey Leute, mal ganz im Ernst, wie blöd muss man denn eigentlich sein, dass auf einmal bei einem diese Folie nicht mehr passt? Vielleicht ist das ja ein ganz besonderer Akkuträger, man weiß das ja nicht so genau. Ja, also totaler Blödsinn sowas. Da ärgere ich mich auch immer ein bisschen drüber, dass die Leute da immer so ein bisschen oberflächlich sind und immer gleich mir für alles die Schuld geben wollen. Naja, so sind sie halt. Bevor man sich selber die Schuld gibt, schiebt man sie gerne erstmal anderen Leuten in die Schuhe. Das kennen wir ja in anderen Bereichen des Lebens auch. Ja, naja, wie gesagt, zu den Wickelvideos. Die Wickelvideos, die sind ja auch schon ein bisschen älter. Da kommen gelegentlich auch nochmal Kommentare. Auch da gab es viele positive Kommentare, dass einige aufgrund dessen, ist also echt, weil ich es die Videos halt ins Netz gestellt habe, dass sie sich dadurch aufgrund dessen eben TV 12 gekauft haben, dass sie dadurch das Wickeln besser hinbekommen haben. Es ist genau das, was ich ja möchte, dass die Leute das irgendwie nutzen können und wenn sie sich dadurch geholfen fühlen und es auch besser hinbekommen, dann ist es natürlich eine coole Sache. Dann sollen die das auch ganz gerne so machen und dann freue ich mich darüber, wenn die das umsetzen können und wenn ich damit irgendwas erreicht habe, das den Leuten hilft. Das ist ja auch der Hintergedanke bei der ganzen Geschichte. Ich mache das ja nicht nur, weil ich da Spaß dran habe, sondern ich möchte auch schon den Leuten das gerne ein bisschen helfen. Ja, falls ihr euch nochmal zwischendurch über diese Umgebung hier wundert, das ist mal wieder eine ganz andere Umgebung bei mir. Meine Videos haben ja immer irgendwie eine andere Location, weil ich das immer da gerade mache, wo es am besten passt. Ich bin jetzt gerade mal heute Morgen hier auf der Arbeit quasi bei mir im Geschäft. Okay, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich habe ein Tattoo-Studio und ich mache hier jetzt gerade noch mal eben so einen kleinen Moment Pause, habe hier so ein bisschen Ruhe und habe gedacht, da musst du jetzt mal eben schnell im Handy das Video machen und das bei Facebook reinstellen, weil mir da so ein paar Sachen auf dem Herzen liegen, wo ich nicht so viel Vorbereitung für brauche, die ich einfach mal losquatschen möchte. Wie gesagt, zeigen werde ich hier heute gar nichts. Das ist einfach so, ich kann euch hier meinen Kaffeebecher zeigen und meine Dampfe, wenn es jemandem hilft. Aber ja, ansonsten gibt es also nicht viel zu sehen. Heute gibt es heute halt nur mal was zu hören. Ja, und dann möchte ich mich bei ein paar Leuten bedanken. Auf jeden Fall bei den Leuten, die dieses positive Feedback hinterlassen. Die Leute, die das negative Feedback hinterlassen, das ist alles ganz schön und gut. Da bin ich auch mit einverstanden, wenn jemand anderer Meinung ist als ich. Aber
Leute, wenn ihr da irgendwas raushaut und in den Kommentaren irgendwelche Sprüche ablasst, Leute, versucht ein bisschen konstruktiv zu bleiben. Versucht doch einfach mal ein bisschen freundlich zu bleiben. Man kann auch freundlich meckern. Fällt mir manchmal auch ein bisschen schwer, aber gelegentlich kriege ich es dann doch mal hin. Wenn ihr irgendwas auszusetzen habt oder der Meinung seid, ich habe mich geirrt, könnt das doch ganz klar und deutlich sagen, müsst aber doch nicht gleich mich als Spinner bezeichnen oder ich hätte überhaupt keine Ahnung. Leute, wenn ihr alle so schlau seid, die sich jetzt angesprochen fühlen, macht das doch selber. Wenn ihr so eine Klugscheißer seid und könnt das viel besser, macht es doch, okay? Macht es besser und zeigt den Menschen, dass ich Unrecht habe und dass ihr es viel besser könnt. So, beste Beispiel ist, dass es immer wieder so ein paar Hodenkobolde gibt, die dann der Meinung sind, rumtrollen zu müssen, wegen dem Siegelei-Meteor, den ich da mal gepostet habe, wo ich ein Video von gemacht habe. Und zwar geht es da ja um die Watte. Dass es also immer eine ganze Menge Leute gibt, die das Ding neu gekauft haben, die da ein Video drüber machen, wie man das ganze Ding zusammenbaut, wickelt, Watte verlegt und. Und dass ich der Meinung bin, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die sich da echt geirrt haben. So. Die Watte muss halt eben in den Tank reingelegt werden, damit auch diese Kapillarwirkung, ne, ich weiß, was eine Kapillarwirkung ist, dass das auch ganz auch entsprechend funktioniert, dass auch Liquid aufgenommen werden kann. Wenn ich den Verdampfer benutze und die Watte nur oben drauf lege und ich habe den in der Hand, dann halte ich ihn schräg, dann mag es sein, dass da auch gerne mal Liquid an die Watte kommt. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass es überhaupt gar nicht geht. Aber es geht einfach viel besser, wenn man die Watte in den Tank reinlegt. So, und die Leute sind also der Meinung, dass ich da völligen Schwachsinn erzähle und ich mache das schon immer so und bla. Ja, dann macht das doch so. Aber geht mir doch nicht auf den Sack damit. Man, wenn ihr damit zurechtkommt, ist doch in Ordnung. Aber die Logik sagt doch schon, wenn die Watte in den Tank drin ist, macht das Ganze viel mehr Sinn, weil dann auch das Liquid besser aufgenommen werden kann. Unter anderem beim Corona V8 ist es doch nicht anders. Oder bei dem anderen BT oder wie sie sich alle schimpfen, wo da irgendwelche Dochte in den Tank reingehen. Warum sind die denn da drin? Wenn die nicht rein müssen, bräuchte man sie doch nicht reinmachen. Und so, das ist bei diesem Top-Coiler nun mal eben so. Es gibt ja auch von Limit, diesen Limitless, das ist auch ein Top-Coiler, wo die Watte in den Tank gelegt wird. Es gibt so viele Verdampfer, wo man die Watte in den Tank reinlegen sollte, damit einfach der Liquid-Nachfluss besser ist. Es geht auch ohne. Könnt ihr die Watte auch ganz weglassen. Könnt das Zeug auch saufen. Das ist eigentlich völlig wurscht. Nur es ist nun mal eben erfahrungswert. Ich habe das Ding gehabt, ich habe es ausprobiert und für mich war es am besten, wenn die Watte in den Tank drin ist. Punkt. So, wo ist denn das Problem? Naja, wie gesagt, ihr seid da eben alle, oder gerade die, die sich, wie gesagt, angesprochen fühlen, sind da eben ein bisschen schlauer als ich und können das natürlich alles viel besser, vor allem dumme Kommentare hinterlassen. Das können sie dann besonders gut. Ja, das wollte ich also auch mal dazu sagen, weil, wie gesagt, geht mir am Arsch vorbei. Also wirklich, das ist mir zu blöd sowas. Könnt ihr euch sparen den Kommentar. Geht nach Hause und beschimpft da eure Frau oder wie auch immer, oder beschimpft eure Eltern, keine Ahnung, man. Es ist immer eben so. Aber lasst mich doch mit solchen Sachen einfach zufrieden. So, jetzt habe ich aber auch genug gemeckert. Wie gesagt, gibt dann noch so ein paar Sachen, die ich auch positiv erwähnen möchte. Nette Kommentare, freue ich mich immer drüber. Konstruktive Kritik freue ich mich auch drüber, wenn ich da wirklich was verbessern kann. So, aber bitte sachlich und freundlich bleiben. Und einen großen Dank und großes Lob auch mal an Melli und Jens Thorsten Vogt. Die beiden haben ihren eigenen YouTube-Kanal, Sunny Smoke, schieß mich tot, klingt sogar gut. Nein, klingt nicht gut, reimt sich sogar. Nein, war ein Spaß, Jens. Also du hattest mich in deinem letzten Video ja nun, oder in dem einen Kaffeetrinken-Video, was du da gemacht hast mit Melli zusammen, habt ihr mich ja auch erwähnt, dass ich diesen Kanal hier habe und so ein paar Wickeltools oder Videos gemacht habe und so. Ja, und du hattest mich auch schon mal persönlich gefragt, ob wir denn mal zusammen vielleicht ein Video machen wollen. Jens, gerne. Ich mache gerne mit dir zusammen ein Video. Lass uns mal schnacken, wie wir das am besten auf die Beine stellen können, was wir da am liebsten oder am besten mal zusammen machen können, ob wir es bei dir, bei mir machen, wo auch immer. Das soll mir eigentlich egal sein. Da sollten wir uns nochmal kurz schließen, dass wir vielleicht dann mal gemeinsam irgendwas auf die Bahn bringen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wir hatten uns ja persönlich kennengelernt auf dem Dampfertreffen in Rotenburg und da haben wir einen netten Abend zusammen verbracht, haben wir auch das eine oder andere Mal schon miteinander gesprochen. Also, ja, ich bin auf jeden Fall dabei, ich habe da Bock drauf, können wir gerne machen, würde ich mich riesig drüber freuen, dich persönlich wiederzusehen, auch Melli natürlich, dass wir euch nochmal wieder treffen, dass wir da mal was Schönes draus machen können. Ja, ich werde dann mal gucken, ob ich dann auch deinen Kanal mal irgendwie verlinkt bekomme. Jetzt mache ich das hier gerade mit dem Handy, ist das alles ein bisschen schwer, vielleicht mache ich es im Nachhinein nochmal, wenn ich es dann nochmal bearbeite, dass ich deinen Link zu deinem YouTube-Kanal dann nochmal mit reinsetze. Ja, also wie gesagt, vielen Dank für die netten Worte und für die Werbung, die du da gemacht hast für mich.
Das kann ich nur zurückgeben. Also ihr habt einen echt coolen Kanal, ihr seid völlig durchgeknallt, aber es macht echt Spaß, euch zuzugucken, euch zuzuhören, auch wenn es manchmal ein bisschen langatmig ist, aber das ist es bei mir wahrscheinlich auch. Ich quatsche ja wie ein Dormann und bei dir ist das Ganze so ein bisschen eher Suche. Ja, ganz ruhig, dampfen wir zwischendurch, holen wir tief Luft. Also so ist das halt. Das ist cool. Ja, naja, das sind so Sachen, die ich halt ganz gerne mal loswerden wollte und die waren mir eben wichtig. Weil ich eigentlich ja auch nur Videos mache, wenn ich wirklich was zu zeigen oder zu sagen habe und nicht aus Langeweile heraus mich da mal vor die Kamera setze und da meine Selbstdarstellung genieße. Nee, so ist es nicht. Also wie gesagt, von mir gibt es nicht ganz so viele Videos, aber ich mache dann eben welche, wenn es mir wirklich ein Bedürfnis ist und ich dann der Meinung bin, euch da etwas erzählen zu müssen, dann mache ich das. Ansonsten gibt es von mir halt nicht ganz so viele Videos. Ich präsentiere hier auch nicht irgendwie laufend neue Akkuträger oder Verdampfer und erzähle euch, wie toll die sind. Nee, wie gesagt, kriege ich kein Geld für, interessiert mich nicht. Das, was ich habe, habe ich. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen Amit 25 zugelegt. Ich mag diese Single-Coil-Dinger und der ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, den habe ich jetzt hier auf meinem Vorboy drauf. Ja, ich baue weiter noch ein paar Drähte gelegentlich mal und mache eben viel mit diesen 3D-Wickeltools, die sehr gut ankommen und wo ich echt viel mit zu tun habe, die herzustellen. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich dann so nebenbei mache. Also da noch jetzt ein großes Video zu irgendeinem Coil, den man bauen kann. Ich glaube nicht, dass das noch notwendig ist. Habe ich auch, glaube ich, so nie wirklich direkt gemacht. Ich habe das bei den Wickeltools in dem Video, das sehr lang ist, da habe ich dann nochmal ein, zwei Coils gebaut, und aber auch zu zeigen, wie diese Tools eben funktionieren und dass sie funktionieren. Ja, das sind so... Ja, das ist halt so das, was ich gerne dann bei YouTube mal präsentiere. Ja, ansonsten habe ich jetzt so spontan auch erstmal nicht mehr zu erzählen. Wie gesagt, ich habe mich ausgekotzt über die ganzen Trolle, die sich da bei YouTube und bei Facebook rumtreiben. Wenn sie denn, ach so, ja, doch eine Sache fällt mir da ein, apropos Facebook. Ich bin in diversen Dampfergruppen. Ich bin da Mitglied, weil mich das ganze Thema natürlich interessiert. Ich bin selbst Dampfer, meine Frau auch. Und wir lesen da auch sehr viel. Es gibt dann aber immer wieder mal so ein paar Posts, wo ich mich dann immer frage, was hat die Leute eigentlich geritten, so eine Scheiße zu schreiben? Ich meine, jeden Tag wird in irgendeiner Gruppe gefragt, in welcher Form man Pinkman anmischt. Oder Heisenberg. Oder welches ist der beste Verdampfer? Oder welches ist der beste Akkuträger? Leute, denkt ihr eigentlich auch mal ein bisschen nach, bevor ihr so eine dämlichen Fragen stellt? Ich meine, auf den Aromen steht's drauf, mit wie viel Prozent man das anmischt. So, und wenn mir das zu viel ist, dann mache ich da noch ein bisschen Base zu. Wenn mir das zu wenig ist, mache ich noch ein bisschen Aroma dazu. Das probiere ich dann aus. Und ansonsten steht's drauf auf den Flaschen. Welches der beste Verdampfer ist? Leute, welches ist das beste Auto? Welches ist das beste Flugzeug? Das ist doch nur völliger Schwachsinn, sowas zu fragen. Das ist doch alles Geschmackssache. Das ist doch alles eine Frage, was ich will und was ich möchte. Der eine möchte eben mit viel Dampf und mit viel Watt und ordentlich Power. Der braucht da einen DNA-Chip drin und noch eine Programmierung und mit Bluetooth und was es da alles gibt. Und der andere, dem reicht so ein billiger Mechmut-Stick für 10 Euro oder ein V-Gott oder was auch immer. Das ist nun mal eben so. Das ist doch alles Geschmackssache. Leute, da müsst ihr doch mal versuchen, selber mal vorher ein bisschen nachzudenken, bevor ihr die ganzen Gruppen mit so einer Scheiße vollspammt. Ey, mir geht das total auf den Sack. Und da muss ich leider zugeben, dasselbe Recht habt ihr natürlich auch. Ihr glaubt gar nicht, wie hoch meine Blockierliste mittlerweile bei Facebook ist. Ich glaube, ich habe weit über 150 Leute alleine schon in der Blockierliste, weil mir diese dämlichen Fragen total auf den Sack gehen. Und wenn sie nicht lesen will, blockiere ich die Leute. Ganz einfach. So, ich fange nicht an, dann rumzumeckern und beleidige die Leute, für was für eine Scheiße sie reden. Das mache ich jetzt hier, einmal ganz förmlich öffentlich. Ich kann euch auch dabei in die Augen gucken, wenn ihr möchtet. Aber es ist tatsächlich so, wenn mich das nervt, dann blockiere ich die Leute, dann muss ich mir diesen Mist auch nicht mehr durchlesen oder angucken. So einfach ist das. Und genau das ist ja mit meinen Sachen nicht anders. Ich habe versucht, in diversen Gruppen auch den Leuten mal da nahezulegen, dass ich diese Wickeltools halt fertige und verkaufen kann. So. Es gibt einen Arsch voll Leute, die diese Sachen suchen. Die wollen das Wickeln anfangen, die wollen das mit dem Coil-Building anfangen, die wissen aber nicht, wo sie die Tools herkriegen, weil es da wenig oder gar keine offiziellen Geschäfte für gibt. Und wenn ich danach im Internet suche, suche ich mir teilweise einen Wolf. Jetzt nutze ich diese Flohmarkt-Verkaufsgruppen und wie sie sich alle nennen und biete das an. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, das dauert keine 20 Sekunden. Dann habe ich den ersten Troll auf den Plan gerufen, der sofort erstmal anfängt rumzukotzen. Da brauchst du ein Gewerbe, das ist ja alles illegal und dies und hoffentlich machst du das auch mit Rechnung und mit Rückgaberecht und bla bla bla. Leute,
Ich habe ein Gewerbe. Natürlich habe ich ein Gewerbe. Das interessiert euch aber einen Scheiß. Weil entweder ihr wollt es haben und ihr kauft es oder ihr lasst es bleiben. Ich habe bisher noch nie jemanden über den Tisch gezogen. Werde ich auch nicht tun. Denn wenn jemand etwas bei mir kauft, gebe ich mir Mühe, dass das auch so schnell wie möglich bekommt. Wenn da was nicht in Ordnung ist, sprechen wir drüber. So, ich habe gar kein Interesse daran, irgendjemanden zu verarschen. So, und bei mir wartest du auch keine 2-3 Wochen, um deine Tools zu bekommen. Sondern wenn ich was verkaufe, habe ich es da. Und dann verkaufe ich es auch sofort. Und wenn das Geld da ist, wird es am nächsten Tag spätestens verschickt. Wo ist denn da das Problem? So, dafür mache ich den Quatsch. Und lass die Leute da nicht wochenlang irgendwo rumhängen in der Luft und warte darauf, dass mal irgendein Kasper sich meldet und nachfragt, wo meine Sachen bleiben. Nein, das wird sofort verschickt. So. Also, diese Leute kotzen sich ständig darüber aus, dass ich denn da irgendwelche Sachen angeblich verkaufen will und mich damit bereichern möchte und die Taschen voll mache und bla bla bla. Leute, ihr braucht diese Wickeltools nicht kaufen. Das zwingt euch niemand. Ihr müsst euch meine Beiträge auch nicht ansehen. Blockiert mich einfach. Dann seht ihr mich und meine Sachen doch nie wieder. Ich erwarte überhaupt gar nicht, dass ihr euch auf irgendeine Art und Weise zu diesen Dingen äußert. Das erwarte ich nicht. Wenn ihr so ein Wickeltool braucht, ich kann es euch verkaufen. Wenn ihr es nicht braucht, ignoriert ihr mich einfach. Mach ich doch genauso. Wenn ihr mir auf den Sack geht, blockiere ich euch, muss ich mir das nicht mehr angucken. Und da fange ich keine große Grundsatzdiskussion mit euch an. Also, erspart euch doch bitte diese Mühe und erspart euch auch diese Zeit, vielleicht mal was Positives zu schreiben bei irgendwelchen Kommentaren, die euch gefallen, anstatt ewig nur euren Frust abzulassen an Leuten, denen das überhaupt nicht interessiert. So, und was habt ihr denn überhaupt davon? Hey, gibt euch das irgendeine Befriedigung oder sowas, dass ihr da immer nur rumhampelt und den Leuten da irgendwas madig machen wollt? Meine Fresse. Na klar, ich bin doch nicht der Einzige auf der Welt, der diese Sache verkauft. Es gibt auch noch mehr, die diesen Quatsch verkaufen. Ja, dann ist doch in Ordnung. Dann kauft es doch woanders. Ah, dann musst du ja bei dem kaufen. Der macht das viel besser. Du hast meine Sachen gar nicht gekauft, du Kasper. Du weißt doch gar nicht, wie gut meine Sachen sind. Wie willst du das denn beurteilen? Also, und auf Fotos kann man das mit Sicherheit nicht alles erkennen. Ne? So, also, Leute, versucht es doch einfach mal ein bisschen vernünftig zu sehen, ein bisschen objektiv zu betrachten und nicht immer gleich nur rumzukotzen und sowas. Und egal, in welcher Gruppe ich mich da mal zu äußere und mal diese Leute anspreche oder denen das anbiete oder tatsächlich immer so eine Sache da, so einen Verkaufspost mache, dass ihr euch immer gleich so angeschissen fühlt. Was habe ich euch denn getan? Nimmt es oder lasst es bleiben, okay? So, und mal davon abgesehen ist, ändern oder verhindern könnt ihr es sowieso nicht. Also, ich darf die Sachen verkaufen, ich stelle sie selber her, ich habe sie selber konstruiert am Computer, ja, auch wenn ich nicht so aussehe, ich kann das tatsächlich. Und ansonsten, macht doch, was ihr wollt. Kauft es oder lasst es bleiben. Und wenn ihr meint, ihr müsst überall rumposaunen, wie schlecht ich bin, wenn euch das befriedigt, haut mal raus. So, allen anderen, die diese Sachen gekauft haben und von denen ich unheimlich viel positives Feedback bekommen habe, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr bestätigt, dass das, was ich da verkaufe und gebaut habe, dass es euch tatsächlich gefällt. So, wie gesagt, ich freue mich riesig darüber. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr auf diese Art und Weise vielleicht dem einen oder anderen mal steckt. Hier, pass auf, der Frank Ahrens, der macht das, der verkauft die Sachen. Nennt den meine Seite bei Facebook, gebt den, was weiß ich, meinen Namen, eine E-Mail oder irgendwas, was auch immer ihr von mir findet. Und die Leute können sich bei mir melden und glaubt mir, ich kümmere mich da auch drum. Es ist mir völlig egal, wer sich bei mir meldet und was haben möchte, der kriegt von mir eigentlich ruckzuck eine Antwort. So, das wollte ich also auch nochmal dazu sagen. Wie gesagt, mir geht das einfach tierisch auf den Sack, dieses ewige Rumgelürre und Rumgemoser, diese ganzen Heulsusen, die denn der Meinung sind, so, oh, das sieht aber nach Gewerbe aus, oh, es nervt. Naja, gut, ich habe mich jetzt also, wie gesagt, genug ausgekotzt. Es ist Montagmorgen, da darf man noch mal ein bisschen rummotzen. Ich kann es ja auch so wie die anderen. Aber ich sage euch dann direkt, wieso und warum. Und ich habe ja nur noch keinen persönlich angesprochen. Wer sich angesprochen fühlt, der darf das auch gerne für sich behalten. Wer sich nicht angesprochen fühlt, zu Recht, weil es gibt zum Glück nur ein paar wenige Volltrottel auf dieser Welt und die meisten der Leute, mit denen ich zu tun habe, das sind schon ganz feine Leute. Und vor allem sind es eine ganze Menge freundliche Leute, Menschen, die einfach mal Danke sagen können. Tut nicht weh und kostet nichts. Ne? So, und das finde ich richtig gut. Das reicht mir auch. Wenn die Leute sich einfach mal hinterher melden, die Sachen bekommen haben, sagen, ey, ist angekommen, sieht gut aus, funktioniert, super. Das reicht mir doch, bin ich doch total zufrieden. Und selbst wenn sie nichts sagen, ist es immer noch in Ordnung, als irgendwelche Rummoserei über Sachen, wo sie keine Ahnung von haben. So. Ja, jetzt hole ich erstmal wieder Luft. Ich habe euch genug zugequatscht. Das Video geht schon wieder 20 Minuten. Sollte gar nicht so lange gehen. Aber
Wir gucken mal, was jetzt in den Kommentaren demnächst kommt. Und dann könnt ihr mich wieder löschen oder beschimpfen oder wenn ihr da Lust habt. Ich bin so, wie ich bin. Lebt damit oder lebt damit nicht. Also könnt auch von so springen oder so. Ja, wie gesagt, ich bin damit erstmal durch. Das waren Dinge, die mir auf dem Herzen lagen. Die wollte ich euch sagen. Schöne Grüße an Jens Thorsten Vogt und an seine super Schnitte Melli natürlich. Ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Ich freue mich auf positives Feedback, auf nette Kommentare. Ja, was auch immer. Und sobald ich der Meinung bin, ich müsste euch mal wieder ein richtig hübsches, geiles Video machen, das, wo ich was ganz Tolles präsentieren möchte oder sowas, dann mache ich das natürlich auch, aber das eben in unregelmäßigen Abständen und so, wie es dann eben die Situation und die Gegebenheit erlaubt. Ja, ansonsten wünsche ich allen jetzt ein schönes kommendes Frühling, Sommer, Jahr 2018. Genießt die Zeit, wir kriegen jetzt endlich wieder bessere Temperaturen. Ja, kurz zur Info, heute ist Montag, der 9. April. Wir haben seit gestern über 20 Grad draußen. Es geht aufwärts. Also die schlechte Laune könnt ihr jetzt mal zu Hause lassen oder wo auch immer, aber nicht mehr bei irgendwelchen Kommentaren oder sowas, sondern genießt einfach mal die schöne Zeit. Ich freue mich darauf, immer wieder Dampfer zu treffen. Ich freue mich über nette Kommentare. Ich freue mich über positives Feedback. Und ich freue mich darüber, dass ich die Möglichkeit habe, euch dieses zu sagen. Okay. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Tschüss.